Wenn Berlins Hitradio 104.6 RTL den Liter Benzin für 104.6 Cent verkauft, werden für tausende Berliner Wunschträume wahr. Punkt 12 Uhr ging es los an der Go-Tankstelle in Eiche. Die Preisuhr sprang auf den Scheich Abdul El Arno Preis. Doch die aufmerksamsten Radiohörer warteten schon Stunden vorher, dass die RTL-Benzinquelle anfängt zu sprudeln. Total genial. Super. Billiger tanken. Wunderbar, zumal man ja bei mir ca. 12 Euro oder 15 Euro pro Spritladung spart. Eine ganz angenehme Geschichte. Ich finde die Aktion super, gut. Ich muss jetzt aber tanken, sonst warten die hinter mir zu lange. Mal endlich mal billig tanken. Super, einwandfrei. Bei den heutigen Spritpreisen ist es ja normal, dass man da mal ein bisschen billig tanken muss, ne? Eine Stunde lang stand der Preis von 104.6 Cent pro Liter fest und die Karawane vor der Tankstelle wurde länger und länger. Scheich Abdul El Arno, der beliebteste Morgenmoderator der Stadt, hat Berlin mal wieder völlig auf den Kopf gestellt. Jeder ist herzlich dazu eingeladen. Jeder, der vorbeifährt, kann sich anstellen in der Schlange und versuchen, rechtzeitig noch ranzukommen, um sein Auto in der Stunde vollzutanken. Bei den Leuten kommt es sehr gut an, weil das Auto ist das deutsche Liebling. Und man sieht es ja auch schon, wenn der Spritpreis um 1-2 Cent steigt, dass die Leute sehr verärgert drüber sind. Und wir senken heute den Spritpreis so circa im Schnitt um 30 bis 35 Cent. Falls Sie das nächste Mal auch für 104.6 Cent tanken wollen, einfach kommenden Freitag 104.6 RTL und Arno und die Morgencrew einschalten. 104.6